So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Munitionskisten. Munitionskisten, das sind halt genau diese Kisten hier. Da müsst ihr aufpassen, nämlich wir müssen entweder 5 Stück in einer Runde öffnen, dann solltet ihr am besten in Gruppenkeile machen und natürlich dort landen, wo kein anderer Spieler landet. Also achtet ein bisschen auf die Map, dass ihr da nicht wirklich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach im Pleasant Park landet und da sind halt schon 10 Spieler vorhanden. Dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Dann ein kleiner Tipp von mir, was die Munitionskisten an sich betrifft. Ihr müsst eigentlich am besten immer halt in Häusern rumtouren, weil in Häusern oder an Lagerfeuern sind halt oft Munitionskisten vorhanden und in normalen Häusern achtet drauf und guckt genau wie hier unter den Treppen nach. Unter den Treppen ist eigentlich, sage ich jetzt mal, 50-50 ist da eine Munitionskiste zu finden. Also den Tipp kann ich euch schon mal auf jeden Fall geben. Hier müsste eigentlich auch immer eine hier oben sein. Ja, da hinten. Denkt dran, wundert euch nicht, ich bin hier gerade in den Custom Games drin. So ist das halt natürlich ein bisschen blöd, weil Gruppenkeile eignet sich da wirklich am besten für. Und denkt dran, das Ganze hier ist nur ein Leak. Die Aufgabe kann sein, dass die auch gar nicht vorkommt oder ein bisschen abgewandt, aber das werde ich dann morgen gucken. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen. Würde mich natürlich gerne über ein Like freuen. Abo natürlich auch gerne gesehen, falls du noch kein Abonnent bist. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.